So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pico Nico. Beim letzten Mal haben wir den See untersucht und da war kein Wasser mehr. Und jetzt sind wir bei den Würmern und versuchen ihnen zu helfen, das Wasser zurückzubekommen. Aber vorher müssen wir Ernie, den Wurm, finden, der verloren ist. Weil die Wurmmutter uns das gesagt hat. Und wir haben hier so einen geheimen Raum gefunden und da ist ein Wurm drin. Hallo. Ich mag Computer. Sehr. Ich habe sogar begonnen, ein Videospiel zu entwickeln, aber das dauert so lange. Hier, du kannst es ausprobieren, wenn du willst. Ist noch nicht ganz rund. Du solltest es jedoch spielen können, wenn du eine Konsole findest. Ein Videospiel. Okay, das können wir ja dann in der Stadt spielen. In der Baumstadt. Hast du mein Videospiel ausprobiert? Nein, noch nicht. Ich habe es gerade erst bekommen. Okay, da haben wir schon mal einen Sinn und Zweck für die Videospielkonsole da in der Stadt. Müssen wir nur noch irgendwann mal dahin kommen. Aber vorher nehmen wir doch diese Trophäe mit. Hey, die Würmer. Süß. So, aber als allererstes will ich ja Ernie finden. Ernie, den Wurm. Und die Würmer waren ja doch nicht. Ich hatte irgendwie in der letzten Folge ein bisschen Angst, dass sie uns einfach nur essen wollen oder so. Und dass es eine Giga-Trap ist, aber war alles ganz nice hier. Ich habe Ernie gefunden. Okay. Mit so einem Banausen rede ich doch nicht. Wieso kann ich einfach weitergehen? Na gut, was heißt einfach weitergehen? Hier kann ich nicht weiter. Oh, gibt mir Ernie einen Sprung? Gibt mir Ernie einen Doppelsprung? Oder was macht er? Oder wahrscheinlich trete ich ihn einfach durch die Gegend. Ja, ich muss ihn wahrscheinlich in die Freiheit treten. Ach, guck mal, hier ist so ein bisschen Abwasser von der Firma. Oh, hallo. Mein Name ist Ernie. Auch wenn ich gerade nicht so aussehe, bin ich ein Wurm. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe nach Wasser gesucht und diese schöne grüne Quelle entdeckt. Da so köstlich aussehe, habe ich alles ausgetrunken. Aber so gut war es nicht. Und jetzt will ich zurück zu meiner Mutter, aber ich kann mich nicht bewegen. Kannst du mir helfen? Oh, hier ist ein Glibbyball. Ernie. Nein, Ernie. Oh. Du bist so nutzlos, Ernie. Steck dir da drin. Ah, cool. Okay, treten wir den Glibberwurm nach Hause. Ah, nein, Ernie. Darüber. Komm schon. Gut gemacht, Ernie. So, und jetzt müssen wir nur noch irgendwie eine Möglichkeit finden, da jemals hochzukommen. So, perfekt. Rüber katapultiert und wir gehen hinterher. Oh, ach, jeder Stein ist hier eine Gigablockade für mich. Ja, geh aus dem Weg, Ernie. Hat aber ein schönes Theme, der Ernie. So. Und jetzt? Achso, ich kann von deinem Bauch aus springen, ne? Ja. Ah ja. Ah, das ist so ein Schieberätsel. Okay. Jetzt trete ich dich da rein. Dann mache ich da auf und dann da hoch. Oh. Ernie, das hast du nicht gespürt. Dir geht's gut, Ernie. Und jetzt drückt Ernie mit dem Knopf, dass ich raus kann. Tada! Und jetzt drücken wir den Schalter da rechts. Und fahren mit Ernie nach oben. Und tanzen ein bisschen auf seinem Bauch herum. Ah. So, geh mal zur Seite, Ernie. Du bist im Weg. Okay. Ui. Was ist denn hier oben? Ein sehr langer Weg. Ich glaube, ich sollte erstmal mich darum kümmern, den Schalter bei ihm zu drücken. Ja. Dann nehmen wir doch die 2 Gratis-Geld hier auf dem Weg mit. Da sage ich nicht nein. Genau, er wird einfach so hochgeschleudert. Finde ich gut. Ich geh mit. Hi, Ernie. Was geht? Geh, komm, komm, komm. Bist ganz schön dick. Weißt du das? Beim nächsten Mal trinkst du nicht mehr das grüne Wasser. Sieht aber auch irgendwie cool aus, so ein grün leuchtender Wurm. Muss man ihm hier lassen. Okay, und da ist das Dorf der Würmer schon. Ist sehr gut. Muss ich nur noch einen Schalter finden, um Ernie hochzufahren. Scheinbar hier bei dem Bein? Ja. Hallo, Beinflasche. Oh, habt ihr gesehen? Das ist wie so ein Trick. Einfach hochgekickt. Hallo, Ernie. Braucht dich mal kurz als Plattform. Danke, Ernie. So. Bitteschön, Ernie. Einfach so. Mama! Oh, kannst dich ja sogar selber bewegen. Warum habe ich dich schieben müssen? Egal. Ja, du bist ein echter Draufgänger. Einmal hat er versucht, das Skateboard zu lernen. Wie sich herausstellte, können Würmer nicht skateboarden. Er blieb einfach 4 Stunden lang auf der Stelle stehen. Aber seine Entschlossenheit war beeindruckend. Kannst du auch was sagen? Nee.
Okay, wäre auch ein bisschen viel Dialog gewesen. Ah, ich hab Durst. Okay. Ernie, Moment. Warum bist du so grün und rund? Ich habe grünes Wasser gefunden und alles ausgetrunken. Das wäre nicht so toll. Oh, Ernie, du leichtsinniger Wurm. Wenigstens bist du in Sicherheit. Dieses rote Ding hat mir geholfen. Vielen Dank. Wir haben kein Wasser, aber immerhin ist die Familie wieder vollzählig. Ich glaube, deine Freunde haben dir etwas mitzuteilen. Sie sind da hinten. Da hinten. Der Widerstand. Hey, du bist zurück. Wir haben was entdeckt. Würmer sind faszinierende Wesen. Faszinierende Ringelige Wesen. Sieh dir das an. Hä? Hä? Was macht ihr da? Vielleicht können wir mit der Hilfe der Würmer zu den riesigen Roboter gelangen. Es mag so aussehen, als hätte ich Schmerzen, aber eigentlich fühle ich mich sehr leicht. Okay. Ich habe einen riesigen Roboter nicht gesehen, aber nach dem, was ich gehört habe, scheint er gefährlich zu sein. Sei vorsichtig da. Oh, danke, danke, danke. Wir sollten zur Oberfläche zurückkehren. Kämpfen wir gegen den Roboter. Mit Ballonwürmern? Sie sind nicht nur Ringlegwürmer, sie sind auch noch aufblasbar. Sie stecken voller Überraschungen. Okay. Dann auf in den Minenwagen und ab nach oben. Ah, und dann können wir hier einfach die Wand kaputt machen. Tada! Geben wir uns da nice Hände zurück. Oder was wollen wir heute sein? Sind wir heute eine Blume? Und ich habe den Ernie de Wurm-Trophäe bekommen. Perfekt. Den dicken Klops. So. Auf nach oben, wir haben einen Roboter zu besiegen. Den dritten schon. Hallo. Blub. Meine Farbe auf einmal random anders ist. Ah, eine rote Blume ist ja auch süß. Hui. Du, 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 du. Oh, guck mal, die Bambi-Plattform. Ach, ihr seid so cool. Hallo. Bist du bereit, gegen den Roboter zu kämpfen? Aber klar doch. Gut, dann lass uns loslegen. Okay, wir fliegen mit Wurmplattform. Der Roboter ist wütend. Bleib aus seiner Schusslinie raus. Oh, und fall bitte auch nicht. Ja, fall nicht. Boah, der schießt Wasser. Die Würmer. Nö. Sucht er sich die Plattform random aus oder zielt er nach mir? Der zielt nach mir. Nee, doch nicht. Dem Roboter ist das Wasser ausgegangen. Er muss nachfüllen. Pass auf, wir fliegen ihm nach. Ich mach Kniebeugen. Hallo? Wo ist der Roboter? Da ist er. Jetzt tauche ich jetzt einfach in ihn rein. Ja, ich hab's verstopft. Aha! Oh, und dann hat er einen Schaden bekommen. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Auf magische Weise, verstehe schon. Kann ich nicht einfach über den Schuss drüber springen? Der Strahl. Konnte ich mir fast schon denken. Nee, wir weichen einfach der Plattform aus. Ist einfacher. Und man sieht sogar den Wasserstand in ihm drin sinken. Okay. Auf geht's, Wurmarmee. Okay, ich sollte warten, bis sie fertig gedingst sind. Ich bin da zum Verstopfen. Zack. Und Damage Robot 2. Pop. Okay, noch einmal. Oh, und wir sind sogar auf der oberen Plattform. Cool. Wird hier einfach für uns. Oh Gottes Willen. Was passiert, wenn uns der Strahl trifft? Lassen wir es nicht dazu kommen. Wie wär's damit? Weil der ballert ja nur noch seine Strahlen. Oh. Puh. Ja. Nee, 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 nee. Die Musik ist cool. Go, Wurmies! Sieht aus, als würde ich so Stepp tanzen. Aber ich freue mich ja auch, den Boss hier kaputt zu machen. So, jetzt kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Und plopp! Ja! Zeit zu plätzen! Boom. Roboter-Defekt! Kritischer Schaden! Kaputt. Wie kriegen wir die Wand jetzt weg? Oh, das ist ja! Hallo! Meh!
gut, ich habe dich lang genug beobachtet. Das war zu viel. Du hast all meine Roboter zerstört. Es reicht. Schnapp den Jungs. Tschüss. Tschüss, Freunde. Er hat nur 3 Roboter gehabt. Aber nicht sehr viel. Ups, du wurdest gefangen. Ja, ist mir aufgefallen. Aber scheinbar kann ich mich auch nicht befreien. Oh, ich bin im Gefängnis. Und denk gar nicht erst an die Flucht. Ich behalte dich aus dem Raum neben meinem Auge. Das sind die ganzen Kameraaufzeichnungen von uns. Hallo. Also, tut mir leid, dass wir das nicht vorausgesehen haben. Ich glaube nicht, dass jemand beim Graben bemerkt hat, dass es... Aber hier himmelt es von Robotern. Wir müssen dich rausholen. Ja? Und wie? Ich habe eine Idee. Finde einen Weg, den Roboter abzulenken und ich kümmere mich um den Rest. Instant aber nur die Kamera kaputtgeschlagen. Die beobachten alles, ja. Ich sehe schon. Aber was ist das da unten rechts? Ist das eine Kuh? Ich verstehe nicht, was da unten rechts auf dem Monitor ist, aber... Was? Unglaublich! Ich lasse dich für 2 Minuten alleine und du findest einen Weg, etwas kaputt zu machen. Hast du eine Ahnung, wie lange es dauert, die Dinger zu ersetzen? Das bedeutet jede Menge Papierkram und muss meinen Chefs bis ganz oben vorgelegt werden. Sprich, es dauert ewig. Yippie! Oh, er hat einen Schlüssel genommen. Perfekt. Vielen Dank also, dass du mir den Tag verdorben hast. Mach jetzt nichts mehr kaputt. Okay. Und ich habe einen Schlüssel durch den Wurm. Oder ich pack mir auf. Ich hab den Schlüssel. Danke, Wurmi. Bitte sehr. Es sollte eine Möglichkeit geben, diesen Raum zu durchqueren, ohne vom Roboter gesehen zu werden. Ja, der. Oh, Alter, wir sind Geheimagenten. Nice. Moment. Okay, wir sind Geheimagenten. Niemand weiß, dass wir unterwegs sind. Hallo, kann ich hier rein? Nö. Okay, schade. Ich wäre gerne zum Roboter gegangen. Hätte sie noch ein bisschen mehr aufgeregt. Entkomme aus dem Vulkan. Hauptaufgabe. Warte! Oh, noch mehr Roboter. Die bauen Häuser. Guck mal, die sind doch eigentlich nett. Und der baut seine... Die sehen aus wie seine Bewohner von seinem Dorf. Bloß als Roboter. Der baut sich sein Dorf wieder. Der nächste Raum ist voller Roboter. Du musst lustig vorgehen. Denn wenn sie dich sehen, fangen sie dich. Mich fängt niemand. Ich mache hier einfach das Windsystem an. Und wusch, bin ich entkommen. Hallo? Ja, haha. Ich laufe einfach über den hinweg. Okay, da unten rauszugehen, der Kacke. Hey, was? Hab ich dich nicht letzte Woche gebeten, diese Tür in Ordnung zu bringen? Nein. Ich erinnere mich genau, dass ich dich gebeten habe, die Tür in Ordnung zu bringen. In der Unvollkommenheit liegt Schönheit. Ganz meine Meinung. Trotzdem wäre es schön, diese Tür eines Tages in Ordnung zu bringen. Mein Glück. Warten wir, bis die Tür zugeht und dann springen wir runter. Jetzt. Hui. Und schon sind wir entkommen. Was machen die da? Sieht aus, als wäre das Pläne für eine riesige Stadt. Wir müssen dich da rausholen. Die Robostadt ist doch cool. Besser als echte Menschen. So. Das soll es mir so eine Hilfe sein. Okay, 1 nach oben. 1 nach links oben, 1 nach rechts oben. Got it. Muss da rechts raus. Hallo, Wind. Ah, so einfach ist es also nicht. Hier sollte ich safe sein. Ja. Muss aber oben rechts raus. Dafür brauche ich Wind. Und um den Wind zu bekommen, muss ich... 1 runter. Kann ich, wenn der nach rechts geht, einfach da so runterspringen? Hui. Scheinbar. Hallo. Einmal Wind, bitte. Und runter mit mir. Und nochmal hier durch. Ja, gelöst. Ja, weißt du, wir sind halt die Besten. Und wusch. Tada. Goodbye, Roboter. Oh, wie nah die Kamera ist. Oh, das ist er. Hallo. Das ist es also? So wird sie letztendlich aussehen? Ja, alle verlangten Gebäude sind vorhanden. Wo ist mein Haus? Habt ihr mein Haus gedacht? Ja, es ist genau hier in der Mitte. Ach ja, richtig. Wird es zum großen Ausbruch fertig sein?
Ja, der will echt den Vulkan ausbrechen lassen, okay. Wir haben bereits mit der Fertigung begonnen. Schön, sehr schön. Ich sollte mir das lieber mal ansehen. Und wir dann die Welt kaputt machen. Der Zylinder, der kann nicht böse sein. Sonst wäre ich ja auch böse. Gott, bin ich böse? Es tut mir leid, Leute, ich will nicht böse. Oh. Ja, tschüss, Model. Der große Ausbruch, wovon reden die? Da stimmt was nicht. Ja. Kann man sich jetzt schon denken. Ich mag die Fahrstuhlmusik, die ist echt geil. Auch wenn sie kurz ist. Eindringling, wir haben einen Eindringling. Eindringling, Abwehrmaßnahmen, Laser werden aktiviert. Halt, nein, warte, ich bin auch hier drin. Entkomme aus dem Vulkan. Okay. Für eine Trophäe muss ich denn nach oben links. Wie kommen wir denn nach oben links? Das ausmachen, das ausmachen, das öffnen. Ich weiß nicht wofür, aber hey, müssen irgendwie die Wand ausfahren. Folgt ihr mir, wenn er mich sieht? Du da, bleib stehen, sofort, du bist verhaftet. Nein. Okay. Okay, dann müssen wir erstmal ein paar Möglichkeiten hier finden. Ah, da kann ich den Laser anmachen und den Roboter töten, wenn er hinkommt. Komm. Genau. Kaputter Roboter ist guter Roboter. Und jetzt können wir hier lang gehen und da unten den Laser anmachen. Ah. Jetzt kann ich ihn wieder ausmachen und jetzt ist hier alles schön frei für mich. Jetzt kann ich hier mein böses Werk vollführen. So, weg mit dem Hütchen. Wind anmachen. Wand ausfahren und jetzt nochmal zurückgehen, um die Trophäe zu holen. Mensch, so eine Arbeit hier. Hui, perfekt. Hallo. Was haben wir denn da? Ein Sunshine-Roboter. Ah ja, Mr. Sunshine. Mr. Sonnenschein. Denke mal, heißt er so. Oder vielleicht war ein Baby und die Eltern haben immer gesagt, oh, mein Sonnenschein. Deswegen hat er sich jetzt so genannt. Und das will jetzt alle umbringen. Klingt doch süß. Süße Backstory. Ich sollte nicht zu viel über die Story nachdenken. Ist ja jetzt hier wirklich nichts eigentlich groß Komplexes. So, dann hier raus und jetzt können wir nach rechts gehen. Ist alles offen? Sehr schön. Und Wagen. So ein Hebelift bestimmt. Ja. Cool. Hier irgendwas? Nö. Nur eine Wand. Okay. Der Sunshiner. Die Energie wird aus diesem Wesen gewonnen, um den Vulkan explodieren zu lassen. Oder sowas. Gottes Willen. Also bringt er die echt alle um. Und wir gehen einfach mal dahin, wo wir hin müssen. Ah, guck mal, da ist Eli. Tut mir leid. Wie sie Kittel anhaben. Du arbeitest daran seit Wochen und ist immer noch nicht fertig. Tut mir leid. Wir reden hier von einer neuen Welt. Von einer perfekten Welt. Tut mir leid. Werden sie zum großen Ausbruch fertig sein? Tut mir leid. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Alle Bürger von Sunshine-Stadt sollen perfekt sein, verstehst du? Genau. Genau. Stell sicher, dass für den nächsten Monat alles bereit ist, ja? Genau. Henne sagt nur, ich weiß nicht, und der andere genau. Perfekte Wissenschaftler. Wie auch immer. Gehen die auch mit weg? Ja, scheinbar schon. Hüpf, hüpf. Und ich bin da oben sneaky und cool. Hey, wir sind hier, hilf uns. Moment mal, kennst du sie? Was machen sie hier? Wir müssen einen Weg finden, die Käfige zu öffnen. Hilf den Dorfbewohnern. Ja, mit den Lasern, ganz easy. Ich weiß nicht, was der Sunshiner mit ihm macht, aber interessant. Aber gut, dann gehen wir mal nach oben. Versuchen nach oben links zu hüpfen. Oh, wie cool wäre das denn? Hallo? Ah, man kann den Wagen einfach schieben. Ja, das macht es einfacher. So, oben links und dann öffnen wir alle Luken. So. Dann müssen wir hier nochmal durchrollen und dann müssen wir nochmal durch das Labor. Hey. Pause mal durch alles durch, ich verstehe schon.
Gehen wir ein bisschen darüber. Danke. Und jetzt gehen wir hier rein. Genau, und hier haben wir auch nochmal zwei Knöpfe. Eins und zwei. Süß eigentlich, dass man den Knopf so ein bisschen kurz gedrückt halten muss. Und jetzt machen wir hier den Laser an und dann sind die Dorfbewohner frei. Ist schon mal schön. Jetzt müssen wir da den Wind ausmachen und die Luke da oben öffnen. Zwei Sachen gibt es hier noch. Da reden wir erstmal mit euch. Vielen Dank. Ich dachte schon, ich müsste hier den Rest meines Lebens verbringen. Warum bist du hier? Naja, du weißt du noch, als ich einen Besuch in der Zentrale von Sunshine Inc. gewonnen habe? Wie sich herausstellte, war es kein Besuch. Sie haben uns seit einem Tag aus in diese Käfige gesteckt. Dann haben sie Fotos von uns gemacht und gefilmt, Messungen vorgenommen. Wozu? Sie führen Experimente durch. Sie bezeichnen es als die Sunshiner. Oh Gottes Willen. Er will seine People wieder erschaffen, aber es ist eine Mischung aus den beiden, oder? Weil das Gesicht ist es von diesem Blattmensch und der Körper ist es von diesem Dicken mit den Flossen. Oh oh. Oh, hallo. Was ist das? Keine Sorge, sie sind harmlos. Und sie sind nicht sonderlich klug. Das ist also ein Sunshiner? Er sieht einfach nur aus wie ein Roboter, der versucht, euch beide nachzuahmen. Ja, mehr ist das im Grunde nicht. Mr. Sunshine will, dass sie perfekt sind, aber ich glaube nicht, dass es noch besser wird als das. Es sind schließlich nur Roboter. Sie machen also alles, was Mr. Sunshine ihnen sagt. Der große Ausbruch. Sunshine-Stadt. Hast du es endlich verstanden, Mr. Wurm? Oh nee, nicht das Meme. Oh, wie schön, dieses Meme mal in einem Videospiel zu sehen. Ich glaube, ich verstehe. Mr. Sunshine will eine riesige Stadt errichten, in der er mit den Sunshinern wohnen und für die für sich springen lassen kann. Das klingt gar nicht so übel. Wo will er sie errichten? Er wird einen Vulkanausbruch auslösen und die ganze Insel vernichten, um dann oben darauf bauen zu können. Na gut, das klingt übel. Wir müssen ihn aufhalten. Halte Mr. Sunshine auf. Ja, macht euch um uns keine Sorgen, wir finden schon raus. Geht und haltet Mr. Sunshine auf. Ja, dann würde ich sagen, hallo. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann halten wir Mr. Sunshine auf. Und ich mache hier ein bisschen Keybanging auf ihn. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimmelmann, der wahrscheinlich dann beim Finale ist oder so. Wer weiß. Wir werden sehen.